Der saudische Blogger Raif Badawi, der für seinen Aufruf zu mehr Toleranz, Meinungsfreiheit und Achtung der Menschenrechte zu 10 Jahren Haft und 1000 Stockschlägen verurteilt wurde, entdeckte diesen Satz auf der Toilettenwand eines saudischen Gefängnisses. Säkularismus ist die Lösung. Ohne säkulare Gesellschaftsnormen, ohne Trennung von Staat und Religion wird es in keinem Land der Erde Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit geben. Raif Badawi wurde am 17. Juni 2012 festgenommen. Die saudischen Behörden warfen ihm vor, Muslime, Christen, Juden und Atheisten als gleichwertig anzusehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Raif Badawi ist ein friedlicher Denker. Insaf ist keine politische Aktivistin. Sie ist eine Frau, die ihren Mann liebt, aber sie liebt ihn in einem Land, was nicht zulässt, dass Blumen wachsen. Er hat es abgelehnt, Teil einer Herde zu sein, die einem Klerus folgt. Klerikern, die in einem vergangenen Zeitalter leben, die ungerecht und tyrannisch über die anderen herrschen. Er ist eine Symbolfigur für all diejenigen, die in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas ihre Meinung öffentlich ausdrücken möchten und ihre menschlichen Rechte auf freies Denken, auf Religions- und Meinungsfreiheit ausüben möchten. Und ich wünsche allen, die mit Raif leben, dass sie nicht vergessen, Raif und ihre Familie. Vielen Dank.